Hallo liebe Liebenden, willkommen zurück bei Singles Flirt Up Your Life. Ja, wir sind nach 14 Tagen wieder mal zu Gast bei Daryl und Natascha, die am letzten Wochenende wieder mal ein schönes Bikini-Wochenende hatten. Wir haben es jetzt Montag früh, es steht uns eine Arbeitswoche bevor und wir wollen mal schauen, was wir so in dieser Folge noch machen und erleben. Oh, wir sehen hier, die beiden sind sich nicht so ganz grün. Na, da ist so ein bisschen Ärger auf beiden Seiten. Und wir wollen mal hoffen, ob wir den nicht in der Arbeitswoche ausräumen können. Ja? Zuerst heißt es aber erstmal wieder mal schauen, wer als erstes aufwacht von den beiden. Und, oh, fast beide gleichzeitig. Da lassen wir Natascha wieder mal als erstes unter die Dusche hüpfen, während der gute Daryl sich gleich daran macht, das Frühstück zuzubereiten. Na, ihr kennt ja den Tagesablauf, so wie wir ihn hier haben. Ich habe jetzt nicht nochmal neue Klamotten reingemoddet. Schauen wir mal, vielleicht mache ich das zur nächsten Folge. Ja. Und ja, wir müssen auch zusehen, dass wir wieder ein bisschen Geld verdienen. Schauen wir mal, ob wir vielleicht schon mal was sehen, was wir aus der Wohnung noch machen können. Vielleicht den Computer updaten, aber da haben wir auch vielleicht nicht mehr Möglichkeiten. Neues Bücherregal haben wir, schönen Fernseher haben wir. Bude sieht ja soweit erstmal ganz gut aus. Wir werden mal schauen, wenn Geld da ist, was wir dann machen. So, Natascha kann er auch sich an den Frühstückstisch gesellen. Mal sehen, vielleicht gibt es noch ein paar Hobbygeräte, die wir ausprobieren können. Schauen wir mal, was sich uns da so anbietet. Ja, Mädel, komm, hör auf, hier so einen schönen, tollen Schatten zu werfen. Unter der Dusche. Oh. Sieh zu, dass du fertig wirst. Ja. So. Schub, 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 schub. Ja. Ja. Das wird noch ein bisschen dauern. Erstmal ist am Montag nichts mit gemeinsamen Frühstück. Ja. Aber der gute Daryl wird sich danach dann auch gleich um seine Hygiene kümmern. Sprich, er hüpft unter die Dusche. Ja, ja, das letzte Wochenende war so intensiv, da brauchen die beiden heute nicht viel gemeinsame Zeit am Frühstückstisch. Ja. Da muss man auch nicht viel miteinander sagen und reden, das hat man alles schon in der Nacht gemacht. Ja. So, ja, komm, werd fertig. Ja, dann können wir nämlich Natascha schon mal den Befehl zum Abwaschen erteilen. Ja, folgen wir Daryl mal unter die Dusche. Wie sieht's bei ihr aus? Sie braucht noch ein bisschen Hygiene, die gute Dame. deswegen wird sie sich nach dem Abwaschen auch gleich nochmal die Hände waschen. Weil Daryl wird ja noch eine Weile unter der Dusche zu tun haben. Und die Zähne putzen wird sie sich dann hier auch noch. Na, so kriegen wir das, glaube ich, erstmal geregelt. Und dann steigt sie nochmal in ihr Kleidchen. Beziehungsweise, ich glaube, wir haben ja die Klamotten von Ellen verpasst. Na, sie verkleidet sich also jetzt als Wissenschaftlerin. Ich weiß nicht, ob das ihr aktueller Auftrag gerade so erfordert. Ja. Ja, Daryl, was machst du hier unter der Dusche, Junge? Ja. Ja, lass mal deinen Feigenblatt sehen hier. So, wie sieht der Plan für Daryl aus? Der steht ja unter der Dusche. Da geht es ihm also soweit ganz gut. Wird er eventuell nochmal aufs Klo gehen müssen? Ich fürchte mal ja.
Und dann hüpft er aber auch in seine Klamotten. Oh, und es ist Zeit, zur Arbeit zu gehen. Frage, ist das jetzt Natascha? Lassen wir mal das Zähneputzen weg. Jawohl, Natascha schicken wir zur Arbeit. Und den guten Daryl, der hat noch ein bisschen Zeit. Ah ja, genau, der kann sich jetzt hier einfach nochmal die Hände waschen. Na, sollte man ja immer nach jedem Toilettengang. Und dann darf er sich auch nochmal die Zähne putzen. Wann musst du denn zur Arbeit, Junge? Musst du heute ein bisschen später? Musst du erst um 10 Uhr? Kann durchaus sein. Ja, jetzt ist es auch für ihn soweit. Ne? Muss er los. Zur Arbeit. Schwuppdiwupp. Auf geht's. Komm, Junge, mach hinne. 5 Minuten Zähne putzen, nicht eine Viertelstunde. Jawollo. Schwupp, da ist er auf dem Weg. Und dann haben wir die beiden erstmal in einen neuen Arbeitstag geschickt. Ja. Soweit, so gut. Schauen wir uns mal die Wohnung an. Wir haben ja nicht allzu viel Geld, mit dem wir was machen könnten. Und schauen wir mal, wer als erstes wieder nach Hause kommt. Das ist der gute Daryl. Oh, kommen ja beide fast gleichzeitig. Dann darf der gute Daryl nochmal kochen und Natascha, komm, gleich nochmal unter die Dusche. Davon kann man nie genug kriegen, ne? Natascha, unter der Dusche, ich kenne euch doch. Na, ihr habt das vermisst, seid ehrlich. Auch wenn ihr es nicht in die Kommentare geschrieben habt. Hm? Naja. So weit, so gut. Montagabend, ne? Der Tag ist schon mit Arbeit versaut. Mal sehen, was wir da noch rausholen können. Ja, Dusche war vielleicht doch ein bisschen viel für Natascha. So, Mädel, hör mal auf, dich nass zu machen. Das ist Daryls Aufgabe. So, schnapp dir lieber was zu essen. Nicht, dass du uns hier vom Fleisch fällst. Na? Jo. Zackadack. So, wunderbar. Jawohl, da ist ja schon auch das Gehalt wiedergekommen. Schauen wir mal, was wir mit den beiden machen. Ob wir irgendwelchen häuslichen Pflichten nachgehen müssen. Aber erstmal müssen wir uns um die beiden kümmern, ne? Die geht's nicht so gut. Oh, der Hunger wird zwar jetzt gestillt, aber, ne? Was Körperchen braucht, muss Körperchen kriegen. Daryl, komm her, jetzt darfst du mal unter die Dusche. Zweimal am Tag duschen, meine Güte. Ich verwöhne meine Singles hier ja richtig. No. Aber Wattmut, Dattmut. No. Was Körperchen braucht, muss Körperchen kriegen. Sagt eine Ex-Freundin von mir immer mal. Oh. So, ja, Staubsaugen wäre vielleicht mal wieder angesagt. Na, ja, da wird also wahrscheinlich Natascha nochmal den Staubsauger-Tango tanzen. Komm her, Mädel. Abwaschen. Und solange der gute Daryl noch unter der Dusche ist, den Boden saugen. Ja. Irgendwelche Wortspiele verkneife ich mir gerade mal. Achso, halt. Da habe ich ja jetzt den guten Daryl dafür eingeteilt. Der ist ja noch mit Duschen beschäftigt. Sie geht aufs Klo, dann wäscht sie sich danach mal die Hände. Eieiei, und es wird so langsam schon duster draußen. Und da ist das Klo explodiert. Das wird dann der Daryl gleich reparieren. So, abwaschen und Staubsaugen, mein liebes Mädel.
So, du darfst gleich. Jawohl, das Klo reparieren. Da kümmert er sich schon von alleine drum. Ja, das Zusammenleben mit Natascha hinterlässt doch ihre Spuren, ne? Welcher Nerd käme schon von alleine auf die Idee, das Klo zu reparieren, wenn es kaputt ist? Oh. So, schlüpft er wieder in Rentierpullover. Was kann er dann noch brauchen? Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Leutchen hier ein bisschen Spaß haben. Ja. Kann man das putzen? Ja, dann putzt das Daryl mal. No. Mal sehen. Dass er etwa zur selben Zeit fertig ist wie Natascha mit dem Staubsaugen. Ja. So, und Natascha. Ja, macht sich hier noch hübsch. Kommt, Leute, ins Wohnzimmer. Es ist wieder Zeit für etwas Beziehungsarbeit. Oh, was hat man sich Montag zu erzählen? Komm, hier erstmal ein Witz. Ja. Und zack, ja, ein bisschen unterhalten. Dann ist sie auch noch mal mit einem Witz dran. Ja, komm, die Romantik. Ne? Wir sind erstmal noch romantisch. Ne? Man muss erstmal so langsam wieder ein bisschen miteinander warm werden. Halt, nicht gehen, Daryl. Kuscheln im Bett immer noch nicht. Aber komm hier, ein bisschen leidenschaftlich dürfen wir schon sein. Ja, so mögen wir doch unsere beiden, ne? Nicht nur von Leidenschaft durchdrungen, sondern auch voneinander. Ja, ist doch immer wieder schön. Jo, da fliegen die. So, kann man noch mal ein bisschen Spaß hier haben. No. Und dann, ja, komm. Machen wir hier mal ein bisschen Party. Komm her, Mädel. Tanzen. Tanz miteinander. Party. Montag. Afterwork Party hier. Na, lassen die beiden noch mal kurz die Sau raus. Jo, na? Spaß haben wir dann wieder doch endlich auf Anschlag, so wie sich das gehört. Hoppala, da ist die Lampe im Weg, ne? Ja, die Bewegungen sind zwar nicht die elegantesten, aber naja. Ne? Was machen wir denn noch? Huh? Komm, ja, noch ein bisschen. Bisschen rumknudeln, ne, nach so einem Arbeitstag. Ist das doch. Ja. Und ja, ein bisschen tratschen. No. Das ist doch so die richtige Mischung, ne? Die beiden toben sich hier noch ein bisschen aus, ne? Werden ja auch so langsam müde. Darf man ja auch nicht vergessen. Und wir schauen mal, ob wir in der Nacht vielleicht noch an der Wohnung was umdekorieren können. Ne? Der Tisch müsste geputzt werden, so wie das aussieht. No? So, klick, es ist dunkel. Wir machen mal ein bisschen Licht an. No? Ein bisschen Stimmungsbeleuchtung hier. Jo, 22 Uhr. Da ist es doch. Was? Unglaublich. Ja, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ne? Aber wie es so aussieht. So. Wollen wir mal sehen, dass wir die beiden noch ins Bettchen kriegen. Ne? Und damit haben wir den Montag hier auch heil über die Bühne gebracht. Ne? Machen hier mal noch das Licht aus. Lassen die beiden nochmal hier rumknutschen. Im Schlafzimmer brennt ja noch das Licht.
Soweit so gut. Soweit so ungut für die Stromrechnung. Aber gut, ne? Ab ins Heierbettchen mit euch beiden. Ne? Und dann schlaft recht schön. Söderle. Ja, genau. Habt noch ein bisschen euren Spaß hier. Ne? Ein bisschen. Gucken, was unter der Bettdecke abgeht. Da ist nichts zu sehen. Schade. Ne? Ja, aber so ganz brav. Ne? Liegen sie da, kuscheln miteinander. Ist ja auch schließlich morgen wieder ein anstrengender Tag, den die beiden vor sich haben. Ne? So mit Arbeit und so. Ne? Geht auch so langsam schon auf Mitternacht zu, auf die Geisterstunde. Können wir schon mal hier das Licht ausmachen. Klick. Klick. Ne? Und jetzt, Hayabubu, ihr beiden. Ich will in der Nacht eure Wohnung umbauen. Wir schauen mal, ob und was wir den beiden da noch spendieren können. Ne? 2300 Euronen haben wir hier ja als Spielkapital. Na kommt Jungs, schlafen. Schlafen ihr zwei. Ach ja, das ist das, ne? Das ist wahre Liebe, sag ich einfach mal so, ne? Schön kuscheln miteinander. Ja, doch. Na, so gehört sich das. Ja. Na? Söderle. Da ist immer noch unter der Bettdecke nichts zu sehen. Ja, okay. Außer große Füße. Hey Leute, jetzt stehen die auf, um wieder schlafen zu gehen, oder was? Komm hier, Hayabubu. Ihr seid doch müde. Ihr wollt doch jetzt nicht noch was im Stehen machen, ihr beiden. Also nee. So. Zack. Mitternacht ist durch. Wir schauen mal, ob wir wieder Erfahrungspunkte verteilen können. Ja, sehr schön. Natascha, Karriere 5 und genialer Drückeberger. Das heißt, sie arbeitet von 9 bis 15:30 Uhr. Und ja, also, Daryl. Gehen wir mal eins auf die Karriere, ne? Der purzelt die Leiter hoch und ist jetzt Startup-Unternehmer. Hey, hey, hey. Das passt aber nicht so zur Arbeitszeit, ne? 9 bis 15:30 Uhr. Als Selbstständiger arbeitet man eben einfach selbst und ständig, ne? Sollte jeder wissen. Der sich darauf, ja, der es versucht. Und, Nascha, Nascha, auch ein schöner Spitzname eigentlich. Nascha für Natascha, schreibt's mal in die Kommentare. Ihr geben mir mal noch sehr schnell putzen, ne? Weil je schneller sie putzt, desto schneller ist sie damit fertig. Und ja, damit soll's für diese Folge auch schon genug gewesen sein. Ne? Ich verabschiede mich erstmal von den beiden, lassen wir sie hier in Ruhe. Schön schlafen und von euch und hoffe, ihr bleibt mir treu, bleibt mir gewogen, empfehlt mich weiter. Adieu mit Ö.